innerlichen Stress haben, das Gefühl, ich muss irgendwas erledigen. Diesen inneren Drang, irgendwas tun zu müssen. Selbst im Urlaub, man hat nichts zu tun, man kann sich ausruhen, kommt doch der Drang, irgendwas müsste ich machen. Und sei es ein Buch lesen oder mich irgendwie weiterentwickeln. Irgendwas muss sein. Kennt das irgendjemand? Dieses sich wirklich nicht erholen können, sondern ständig was tun. Und darum soll es heute gehen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo meine Folien sind. Ach, super. Innere Rastlosigkeit beenden. Darum geht's. Und da habe ich ein Zitat mitgebracht von Gabor Maté. Unterdrückte Emotionen sind nicht verschwunden, sie verstecken sich im Körper und warten darauf, erkannt und freigelassen zu werden. Wenn wir unterdrückte Emotionen haben, und viele von uns haben die, behaupte ich mal, aber wir haben es nicht auf dem Schirm. Die meisten von uns kennen ja diese Bewusstseinspyramide, beziehungsweise diesen Eisberg, oben das Bewusstsein, unten das Unterbewusstsein. Oft tragen Menschen viele unterdrückte Emotionen mit sich und haben es einfach nicht auf dem Schirm, weil das mit Dingen verbunden ist, die schon vorbei sind. Vielleicht aus der Kindheit, vielleicht auch vor ein paar Jahren, im Teenageralter. Und der Körper unterstützt uns, wenn wir Erfahrungen machen, die uns wehtun, schmerzhafte Gefühle wegzudrücken. Warum? Weil wir in einer Gesellschaft leben, die noch nicht wirklich emotional intelligent ist. Das sage ich jetzt nicht wirklich wertend, sondern unsere Kinder werden so aufgezogen, dass sie in ein System passen. Ja, wenn sie wütend sind, dürfen sie nicht wütend sein, nicht so laut sein. Ja, und wenn du traurig bist, warum bist du denn traurig? Uns geht's doch gut. Wir haben einen Kühlschrank voller Essen. Und so lernen Kinder von klein auf, dass es gewisse Emotionen gibt, die darf ich nicht fühlen. Und andere, die darf ich fühlen. Darum soll es heute gehen, aber nicht nur darum. Wir gehen, wie gesagt, in den Körper. Also es ist nichts Mentales, nichts so Spirituelles, sondern wirklich im Körper. Das ist alles sichtbar. Wir schauen uns jetzt die Ursache an, innerer Unruhe, und die Möglichkeiten, wie man das auflösen kann. Was meine ich jetzt mit innerer Unruhe? Wie eben schon erwähnt, diesen Drang, was tun zu müssen. Das Gefühl, man kommt nicht an im Alltag. Man ist ständig was am Erledigen. Man kann sich kaum erholen. Das schauen wir uns auch gleich an. Das ist wirklich im Körper sichtbar, dass Menschen, die inneren Stress haben, sich nicht erholen können. Und das Gefühl, getrieben zu sein. Und hier geht es nicht darum, den Stress im Außen zu reduzieren. Wir gucken uns jetzt eine andere Sichtweise an, weil aus der spirituellen Sicht wissen wir, dass das, was ich im Außen erlebe, ein Spiegel ist aus meiner Innenwelt. Das heißt, ich komme jetzt hier nicht mit Tipps an, reduziere den Stress und versuche, dir Hilfe zu holen, sondern wir gucken wirklich im Innen, was ist die Ursache, dass ich diesen Stress habe, damit er im Außen weniger wird. Denn Stress sehen wir im Körper im Sympathikus. Der Sympathikus generiert diesen Stress und es gibt eine Ursache. Wir haben hier eine vereinfachte Form vom vegetativen Nervensystem. Wir haben einmal den Sympathikus und einmal den Parasympathikus. Das ist ein altes System, das in uns Menschen installiert wurde, keine Ahnung, wahrscheinlich tausende von Jahren, das uns geholfen hat, bis hierhin zu überleben. Das heißt, damals, wenn Raubtiere unterwegs waren, brauche ich Stress im Körper, um kämpfen zu können oder fliehen zu können. Und der Sympathikus tut die Energie bereitstellen, damit ich kämpfen oder fliehen kann. Das ist ganz wichtig. Weil wenn ich dann mit guter Laune und Positivität da rumlaufe und da kommt ein Raubtier und greift meine Familie an oder mich, ja, dann würde es uns heutzutage nicht mehr geben. Der Parasympathikus, der Gegenspieler, ist dafür zuständig, dass ich mich erholen kann, tief regenerieren kann. Und das kann man auch schon sehen, Menschen, die viel im Stress sind, die sich erholen möchten und es nicht können, stecken im Sympathikus fest. Das heißt, der Parasympathikus geht nicht wirklich an. Also diese tiefe Erholung ist ein Stück weit blockiert. Und warum das so ist, gucken wir uns an. Ich bin jetzt nur ein bisschen tiefer rein. Das ist alles noch vereinfacht dargestellt. Trotz allem, der Sympathikus reagiert auf Gefahr anders als auf Sicherheit. Das heißt, mein Körper erhält im Außen die Botschaft, die Situation ist gerade gefährlich. Also muss ich jetzt Stresshormone produzieren, damit ich, sag mal, sich verteidigen kann. Ich kann dann kämpfen oder fliehen oder ich kann in die Erstarrung gehen. Das sieht man schön bei Zebras.
oder überhaupt in der Tierwelt. Wenn ein Zebra angegriffen wird von einem Löwen, was macht es? Entweder es versucht zu kämpfen oder es flieht. Wenn es aber aussichtslos aussieht, dann wird das Zebra erstarren. Und in diesen Sekunden, in diesen wichtigen Sekunden, kann es sein, dass der Löwe loslässt und das Zebra kann weglaufen. Und in der Regel sieht man in der Tierwelt, dass das Zebra ein paar Minuten später auf der Weide grast, ganz entspannt. Was ist mit uns Menschen? Wenn ich in einem Stresszustand bin, kann es sein, dass ich den noch stundenlang mit nach Hause nehme. Das heißt, ich bin immer noch in der Erstarrung oder in dem Kampf-Flucht-Modus. Oder, was auch manche haben, soziale Unterwerfung und Aufopferung. Da stehen nochmal die Nerven, also das ist ja das Nervensystem, Sympathikus, Dorsaler Vagus, Ventraler Vagus, ist unwichtig, ist ein komplizierter Name. Es geht nur darum, was passiert in meinem Körper, wenn mein Körper die Botschaft erhält, ich bin in Gefahr. Wir gehen auch gleich darauf ein, was ist für meinen Körper Gefahr? Wenn mein Körper die Botschaft erhält, ich bin in Sicherheit, wie ich jetzt gerade, ich fühle mich jetzt sicher, dann bin ich handlungsbereit. Ja, mein Körper stellt mir Energie bereit, ich bin leistungsfähig und ich kann diesen Vortrag halten. Ist aber nicht bei jedem so. Es könnte jetzt auch jemand hier stehen, der im Sympathikus in Gefahr ist, weil da tuscheln ein paar Leute, ich habe Angst, was Falsches zu sagen, ich könnte stolpern, ich könnte kritisiert werden. Das wäre Gefahr. Und dann wäre ich jetzt ja nicht unbedingt im Kampf-Flucht-Modus, aber ich wäre im Stress, vielleicht auch sogar erstarrt und hätte ganz viele Stresshormone in meinem Körper. Und dann gehe ich vielleicht nach Hause und habe noch einen Partner, mit dem ich nicht zufrieden bin, bin immer noch im Stress und das geht dann die ganze Zeit so weiter. Und unser Körper kann das nicht lange aushalten. Wenn wir Tiere sehen, dann sind die immer kurzzeitig im Stress. Die sind nie stundenlang im Stress, normalerweise nicht. Also kurz im Stress und dann können sie wieder entspannen. Und das ist etwas, was wir Menschen noch lernen können, aber darauf gehe ich gleich auch nochmal näher ein. Wie sieht das jetzt bei uns Menschen ein? Ich hoffe, ihr könnt die Folien sehen. Wie sieht es jetzt bei uns Menschen aus? Wenn ich im Sympathikus bin, das heißt, mein Körper erhält die ganze Zeit die Botschaft, da ist Gefahr. Kann das so aussehen? Ich bin in einer Beziehung, wo ich Konflikte scheue, weil es vielleicht, ich sag mal toxisch, ich mag das Wort nicht, aber toxische Konsequenzen gibt. Vielleicht werde ich dann angeschweigt, wenn ich das Problem anspreche. Vielleicht werde ich finanziell von meinem Partner erpresst. Vielleicht gibt es andere Streitigkeiten. Das heißt, wenn ich mich als Mensch in dieser Zeit emotional bedroht fühle, nicht sicher fühle, ich werde nicht gesehen in meinen Emotionen, ich muss Masken tragen, ich muss mich anpassen. Und es geht jetzt nicht nur um Beziehungen, also Liebesbeziehungen, es geht auch um Beziehungen auf der Arbeit. Meine Kollegen könnten mir Informationen vorenthalten oder die tuscheln über mich. In dem Moment erhält mein Körper die Botschaft, sie ist in Gefahr. Und dann rutsche ich in den Sympathikus. Und unser Nervensystem, unser aller Nervensystem, ist so gestrickt, dass es die ganze Zeit die Umgebung checkt, ob ich in Gefahr bin oder nicht. Das passiert autonom, also darauf haben wir nicht wirklich Zugriff mit unserem Willen. Das heißt, um zu überleben, scannt unser Unterbewusstsein oder beziehungsweise das Nervensystem die ganze Zeit die Umgebung. Bin ich in Gefahr oder nicht? Das ist uns nicht wirklich bewusst. Wir können das, aber da gehen wir am Ende drauf ein, wir können das ein bisschen unterstützen, dass mein Körper die Botschaft erhält, ich bin in Sicherheit. Aber wenn wir wissen, wie das funktioniert, die meisten wissen gar nicht, wie das Nervensystem funktioniert, weil wir es nicht in der Schule lernen. Wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, in der ich mich sicher fühle, in der wir wirklich emotional intelligent miteinander umgehen, das bedeutet, es sind Konflikte da, aber wir begegnen uns auf Augenhöhe. Das heißt, ich kann mit dem Schmerz bleiben, du kannst mit dem Schmerz bleiben, der Konflikt darf da sein, wir müssen nicht sofort eine Lösung finden, aber es gibt kein sich gegenseitig fertig machen oder toxische Konsequenzen. Das heißt, wie eben schon erwähnt, ich erpresse nicht meinen Partner, ich erniedrige nicht meinen Partner oder halt auf der Arbeit, wie gesagt, mit diesen Informationen zurückhalten. Das ist alles eine Energie, die mich dazu führt, mich in Gefahr zu fühlen. Ich muss mich irgendwie schützen. Das heißt, wenn wir in einer Beziehung sind, in der wir uns sicher fühlen, ich muss keine Masken tragen, ich weiß, ich werde nicht verurteilt für meine Gedanken, für meine Emotionen, wir können wirklich auf Augenhöhe kommunizieren und wir können auf gesunde Weise streiten. Will auch gelernt sein, auf gesunde Weise zu streiten, dann
ist mein Sympathikus nicht die ganze Zeit an. Dann kann ich in den Parasympathikus rutschen und fühle mich sicher und geborgen. Ich muss mich nicht verstecken. Was kann jetzt passieren, wenn jemand im Sympathikus die ganze Zeit ist, weil Stress in der Beziehung, obwohl, wenn ich sage Stress, manchmal ist das kein Stress, es ist einfach ein Maske tragen, ein sich nicht sicher fühlen, ich muss mich anpassen. Dann können folgende Dinge passieren. Man hat die Energie die ganze Zeit für Kampf und Flucht. Ja, man kennt bestimmt Menschen, die dann ständig aggressiv sind und am Streiten sind oder auch Personen, die nicht aggressiv sind und von Streitigkeiten flüchten. Die wollen gar nicht in die Streiterei rein. Die wollen nicht sich mit diesem Konflikt beschäftigen. Die tun so, als wäre nichts. Auch das ist ein Zeichen, dass diese Person im Sympathikus ist, dass sich da irgendetwas nicht sicher fühlt. Wenn jemand zum Beispiel oft von Konflikten flieht, ist das nicht ein Zeichen, dass das ein schlechter Mensch ist, sondern oft ein Zeichen, dass in der Kindheit Konflikte vielleicht bestraft wurden und dieser Mensch gelernt hat, ich flüchte von Konflikten, um meine Sicherheit zu wahren. Was noch passieren kann, ist, also die Stresshormone werden auf jeden Fall ausgeschüttet, wenn ich im Parasympathikus bin. Und deswegen dann der Stress und ich kann mich nicht erholen, weil mein Körper da drin feststeckt. Oder ich fühle nichts, ich bin erstarrt und funktioniere nur. Gibt es ja auch genug Menschen, die den Alltag irgendwie bewältigen, nicht wirklich viel fühlen können und einfach nur funktionieren. Was noch passieren kann, ist, man unterwirft sich, weil Konflikte sonst schlecht enden würden. Oder man opfert sich auf. Gibt es ja auch genug, oft bei Frauen, die opfern sich auf, Männer auch. Aber die opfern sich auf, geben alles auf und Hauptsache es funktioniert und es geht weiter. Das Problem ist, wenn ich ständig im Sympathikus bin, das heißt, mein Körper bekommt die ganze Zeit das Signal, ich bin in Gefahr. Dann hat das Nachteile für die Gesundheit. Also auf Dauer wird man krank. Der Sympathikus, also unser Körper, ist für uns, immer für uns. Dass der uns jetzt erstarren lässt oder dass er in Kampf-Flucht-Modus, habe ich am Anfang ja erklärt, das macht er, damit wir überleben. Weil unser vegetatives Nervensystem kann nicht unterscheiden zwischen, das ist ein Mensch und das ist ein Tier. Wenn ich mich bedroht fühle, ist das für unser Nervensystem der Säbelzahntiger. Ob das jetzt der Partner ist, der Chef, die Mutter, die Schwiegermutter, das weiß das Nervensystem nicht. Es bekommt die Botschaft, ich bin in Gefahr, also muss ich Stresshormone ausschütten, entweder in die Erstarrung gehen oder. Und ich wiederhole mich, bei Tieren ist das immer kurzzeitig. Bei uns Menschen kann sich das jahrelang ziehen. Also was kann passieren im Körper, wenn er ständig die Botschaft erhält, ich bin in Gefahr? Man kann übersäuern. Aber warum wird der Körper sauer? Ganz schlau. Und zwar, wenn ich gebissen werde von einem Tiger oder von einem Raubtier und wenn ich dann sauer schmecke, kann es sein, dass dieses Tier von mir ablässt und ich überleben könnte. So kurzfristig ist das ja auch gut, aber langfristig ist eine Übersäuerung, ich will gar nicht auf die näheren Krankheiten eingehen, ich glaube, viele wissen, auf was ich hinaus möchte, kann das sehr schwerwiegende Krankheiten auslösen, die zum Tod führen, die nicht mehr heilbar sind. Das Blut kann verdickt werden. Auch hier, wenn ich gebissen werde von einem Tier, wäre das ganz gut, wenn nicht das Blut literweise rausfließt, sondern es dickflüssig ist und langsam rausfließt, weil das die Chancen erhöht, dass ich überlebe. Aber auf Dauer entsteht Bluthochdruck, eine Volkskrankheit hier bei uns im Westen. Körperspannung. Der Körper muss angespannt sein, damit ich rennen kann oder kämpfen kann. Damit ich meine Familie verteidigen kann. Und wie gesagt, unser Nervensystem arbeitet nach einem alten System. Es weiß ja nicht, dass ich eigentlich nur bedroht werde emotional von meinem Freund oder von meinem Chef. Es denkt ja immer noch, es ist wirklich Gefahr für den Körper. Also müssen wir den Körper anspannen. Und dann haben wir Menschen da, die haben verspannte Schultern, die haben Rückenprobleme, der ganze Körper ist verspannt. Und dann geht man zur Massage und was auch immer und man ist immer noch verspannt. Dann geht es weiter, fokussiertes Hören. Ihr kennt bestimmt Menschen, wo man sagt, der hört auch nur das, was er hören will. Der macht es aber nicht extra. Diese Person ist wohlmöglich im Sympathikus, ist die ganze Zeit in einer Gefahrenzone und hört nur das, was gefährlich ist.
Das heißt, es kann sein, dass der Partner was sagt, ich nehme es aber ganz anders auf. Und das ist wichtig, wenn ich also in der freien Natur bin und es könnte irgendwo ein Wildtier sein, muss ich fokussiert hören, um mein Leben zu retten. Verdauungsprobleme, Katastrophendenken. Auch hier, es gibt viele Menschen, die geben Tipps, Affirmationen, damit du auch positiv denkst, ist auch gut, benutze selber Affirmationen. Doch wenn der Körper im Sympathikus feststeckt, also wirklich der Körper, das ist nicht mehr mental, dann ist Katastrophendenken wichtig. Wenn ich im Urwald rumlaufe und die Bedrohung da sein könnte, ist es wichtig, dass ich negativ denke, dass ich immer auf der Hut bin, wo kann der Tiger kommen, das Raubtier. Im Alltag halt nicht. Trotz allem, wenn wir es schaffen, aus diesem Sympathikus immer wieder mal kurzzeitig rauszugehen, dann kann ich auch positiv denken. Das sind emotionale Räume, die sich dann öffnen. Das heißt, bin ich im Sympathikus, ist der emotionale Raum negatives Denken auf. Kann ich mich ein bisschen entspannen? Und es geht jetzt nicht um Entspannung, ich gehe gleich nochmal darauf ein. Gehe ich mehr in den Parasympathikus? Oder ich bin im Sympathikus, aber fühle mich sicher. Dann geht der emotionale Raum auf, positives Denken. Das Immunsystem fährt runter, das ist auch ganz wichtig, weil Energie gespart werden muss im Körper. Die Energie brauche ich zum Kämpfen oder zum Fliehen. Und das Blut fließt in die Muskeln weg vom Gehirn. Weil ich brauche die Kraft zum Fliehen oder zum Kämpfen. Das ist immer ganz wichtig für Kinder, für Eltern, wenn Kinder sich nicht konzentrieren können, dass man guckt, wie ist es denn in der Schule oder auch man selber. Bin ich gerade total gestresst? Hat mein Körper gerade das Gefühl, dass ich in Gefahr bin? Kann ich einen Weg finden, mich zu entspannen? Beziehungsweise kann ich einen Weg finden, meinem Körper die Botschaft zu geben, ich bin in Sicherheit. Dann kann das Blut wieder normal fließen, weil wenn ich kämpfen oder fliehen möchte oder muss, dann muss ich ja nicht intelligent sein. Ich brauche da keine mathematischen Formeln oder keine Ahnung was. Dann ist es wichtig, dass mein Körper fähig ist, sich zu verteidigen. Und in unserer Gesellschaft muss ich mich ja nicht mehr körperlich verteidigen in der Regel. Brauche ich oft mein Gehirn. Und da kann ich einen guten Zugriff drauf kriegen, wenn ich die Balance finde zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Jetzt die Frage, warum stecke ich denn im Sympathikus fest? Ich bin ja kurz drauf eingegangen, wenn ich mich emotional bedroht fühle, Konflikte, die nicht gelöst sind, Gefühle, die unterdrückt sind. Aber es gibt auch nochmal andere Gründe. Ein Grund, es können viele Gründe sein, ich gehe mal auf einen Grund ein, ist Trauma. Es kann Entwicklungs- oder Bindungstrauma sein. Das bedeutet, in meiner Kindheit hatte ich zu meinen Bindungspersonen, ob das jetzt meine Eltern sind oder Adoptiveltern, Erfahrungen gemacht, die mir wehgetan haben. Und das bedeutet nicht, dass es immer gewaltsam war. Wir entwickeln als kleines Kind das geliebte Kind und das ungeliebte Kind. Das geliebte Kind ist das, das angepasst ist, das ein sauberes Zimmer hat, das gut in der Schule ist. Das ungeliebte Kind ist das, was laut ist, was gerade keinen Bock hat, das Zimmer aufzuräumen. Und allein diese Unterscheidung kann schon ein Trauma auslösen. Mit Trauma meine ich unter anderem Zurückweisung. Das heißt, dass meine Eltern mich nicht wirklich in meinen Emotionen begleiten und sehen. Und die Eltern haben es meistens oft genauso erlebt. Deswegen sage ich, emotionale Intelligenz ist nicht ganz so verbreitet in unserer Gesellschaft, weil es viel mehr um körperliche Arbeit geht oder hier mit dem Gehirn arbeiten. Wenn ich das Gefühl der Ablehnung erlebt habe, Papa ist vielleicht weg oder die Mama ist nicht wirklich verfügbar, jegliche Gewalt, emotionale Gewalt hat ganz schlimmen Einfluss auf die Psyche eines Kindes und dann natürlich auf das spätere Leben. Und wenn man narzisstische Eltern hat, depressive Eltern. Es gibt viele Menschen, die dann sagen, nee, bei mir war alles gut. Wir kommen aus einer Kriegsgeneration. Also die meisten unserer Vorfahren hatten kein so schönes Leben gehabt. Und die mussten narzisstisch werden. Die sind depressiv geworden, weil sie unschöne Erfahrungen gemacht haben. Und das kann bis zu 7 Generationen weitergegeben werden an die Kinder, ohne dass man das bewusst macht. Und all das hat Einfluss darauf, ob mein Körper im Sympathikus feststeckt. Das heißt, es kann sein, dass wir hier ein kleines Kind haben und es steckt im Sympathikus fest. Warum? Es kann sein, dass der Papa ein Alkoholiker ist und er kommt heim und statt dass ich Kind sein kann und spielen kann, muss ich mich beherrschen und nicht zu laut sein, weil es kann sein, dass das dann gefährlich für mich wird.
kann sein, dass Papa laut wird oder was auch immer. Es kann sein, dass ich eine depressive Mutter habe, die nicht wirklich verfügbar ist, weil sie mit sich selbst nicht klarkommt. Und in meiner kindlichen Welt ordnet mein Nervensystem mich ein in Gefahr. Ich bin nicht sicher, geborgen und behütet und kann sein. Und wie gesagt, das macht das Nervensystem automatisch, autonom. Da habe ich willentlich keinen Zugriff darauf. Babys, Kinder kommen auf die Welt und haben kein fertiges Nervensystem. Die übernehmen das der Eltern. Und dann haben wir einen erwachsenen Menschen, der in einem Sympathokon, glaube ich, heißt es, also im Sympathikus feststeckt. Der Körper fühlt sich in Gefahr. Im Außen sieht man ruhig aus und entspannt aus. Das kann auch ein Zeichen von Erstarrung sein. Ist alles in Ordnung, aber der Körper fühlt sich bedroht. Es ist aber nicht nur dieses innere Kind, das wir in uns tragen, das sich bedroht fühlt, sondern wir haben auch innere Anteile. Ich finde die Arbeit mit den inneren Anteilen sehr spannend und da kann der Time Weaver immer sehr gut unterstützen. Ich kann in mir einen inneren Antreiber haben. Zum Beispiel, wie eben das Beispiel, Papa alkoholisiert, kommt nach Hause und ich bin eigentlich total ausgelassen, springe auf mein Bett und hab Spaß. Und dann kommt der innere Antreiber und sagt, sofort runter und still sein und räum dein Zimmer auf. Du weißt schon, was sonst passiert. Und dieser innere Antreiber hilft mir, diese Zeit zu überleben. Der Kritiker hilft mir, diese Zeit zu überstehen als kleines Kind. Die Ohnmacht, die Traurigkeit, die Gefühle, die ich unterdrücken muss als kleines Kind. Als kleine Kinder müssen wir Gefühle unterdrücken, weil wir die Bindung zu unseren Eltern aufrechterhalten müssen. Das heißt, wenn ich bin nicht beim Alkoholiker, es kann alles Mögliche sein, wenn ich einen Vater habe, der alkoholisiert ist, der manchmal auch gewalttätig sein kann, emotional oder körperlich, dann ist es wichtig, dass ich diese Angst vor ihm und die Ohnmacht wegdrücke, um die Bindung aufrechterhalten zu können, dass das mein Vater ist. Wenn ein Kind dazu nicht fähig ist, dann würde es versuchen zu kämpfen mit dem Vater und es würde auf jeden Fall verlieren, das geht ja nicht. Das heißt, im Nervensystem Kampf-Flucht-Modus wird ausgeschaltet, kann ich ja nicht. Kann sein, dass ich in die Erstarrung gehe oder in die Unterwerfung, dass ich mich einfach nur anpasse. Und dann habe ich diese ganzen Anteile auch noch in mir und das löst diesen inneren Stress aus. Das heißt, ich bin eigentlich ganz entspannt, das ist Urlaub, ich habe nichts zu tun, aber da ist was, das mich die ganze Zeit antreibt. Und das kann sein, das innere Kind, das da noch feststeckt im Sympathikus und die ganzen Anteile, die einen antreiben. Wenn Kinder früh belastet werden. Seid ihr noch mit mir? Ja? Okay, weitermachen. Wenn Kinder früh belastet werden, wenn Kinder in Unsicherheit aufwachsen und Angst, es hört sich immer sehr dramatisch an, wenn ich das so benenne, aber wenn man ganz genau hinschaut, braucht ein Kind liebevolle Begleitung in seiner Emotion, in seinem Sein, Verständnis haben und nicht, ach, brauchst keine Angst haben. Wenn Eltern gestresst sind, viel auf der Arbeit sind, nach Hause kommen und nicht viel Zeit haben, mit dem Kind auf das Kind einzugehen, kann auch schon das Unsicherheit und Angst in dem Kind auslösen. Situationen, die für uns relativ normal sind, können für ein Kind verunsichernd sein. Wenn also ein Kind früh belastet wurde, weil es in Unsicherheit und in Angst aufgewachsen ist, dann muss es eine Überlebensstrategie entwickeln, um mit diesem Stress umgehen zu können. Weil Kinder, die in Sicherheit und Geborgenheit sind, brauchen keine Überlebensstrategie, ist alles gut. Was passiert? Kinder, die auf dieser Seite aufwachsen, sind von ihrem Gehirn und auch emotional anders vernetzt. Es fehlen einfach Teile. Da sind einfach andere Dinge vorgefallen, sodass sie sich emotional gar nicht so weiterentwickeln. Sie können sich schon weiterentwickeln, sie sind aber emotional nicht weiterentwickelt und auch vom Gehirn, wie Kinder, die Sicherheit und Geborgenheit erlebt haben. Und die Überlebensstrategien können verschieden aussehen. Das heißt, wir haben ein geliebtes Kind, das total angepasst ist und es selbst gar nicht bemerkt und viel versteckt, aber einfach wirklich vorbildlich ist, tolle Noten schreibt, immer das Zimmer aufräumt und wirklich vorbildlich ist, aber viel versteckt. Die Gefühle wie Ohnmacht oder Traurigkeit werden weggedrückt. Und so entsteht ein erwachsener Mensch, der dann ein inneres Kind hat mit eingefrorenen Emotionen, das nennt man so in der Traumatherapie, eingefrorene Körpererinnerung. Das heißt Ohnmacht, Trauer, Unsicherheit, you name it. Also es gibt ganz viele Gefühle, die wehtun.
die man zwar heilsam verarbeiten könnte, aber das Wissen darüber, wie ich eine Emotion heilsam verarbeite, die fehlt. Und so haben wir dann eine Person, wie jetzt zum Beispiel diese junge Frau, die hochfunktional ist. Das ist ihre Überlebensstrategie. Sie funktioniert bestens. Es läuft alles. Das schafft man so ein paar Jahre. Wir Menschen sind ziemlich resistent. Das heißt, es kann 30 Jahre so gut gehen und dann kommt irgendwann der Burnout oder der Zusammenbruch. Was bei solchen hochfunktionalen Menschen auch sein kann, habe ich einige bei mir im Coaching, dass sie tagsüber hochfunktional sind und dann abends zu Hause platt auf dem Bett liegen oder auf der Couch und kaum mehr was machen können. Sie rutschen von der Übererregung, Kampf-Flucht-Modus, also einfach nur leisten, leisten, runter in die Untererregung. Und das ist alles völlig normal vom Körper, weil er das nicht halten kann. Er kann den Stress nicht den ganzen Tag aufrechterhalten. Was kann man jetzt tun? Man kann das Gleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus herstellen. Weil wenn ich im Sympathikus bin, kann ich mich ja nicht erholen. Wir haben ja ganz am Anfang gesehen, der Parasympathikus ist verantwortlich fürs Erholen. Also muss ich einen Weg finden, wie ich mich erholen kann. Und erholen bedeutet jetzt nicht, das war früher bei mir auch ein Riesenproblem, wenn jetzt jemand sagt, sag mal, geh baden, mach ein warmes Bad. Das würde mich wieder stressen, weil in mir das Gefühl ist, nein, ich habe noch Dinge zu tun. Nein, also es würde mich wirklich noch mehr in den Sympathikus reinschmeißen. Also wir Menschen sind verschieden, wir dürfen Wege finden, und das mache ich dann mit den Kunden im 1-zu-1-Gespräch, dass man Schritt für Schritt einen Weg findet, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Körper die Botschaft erhält, ich bin in Sicherheit. Dazu gibt es in der Nervensystemtherapie bzw. im Nervensystemcoaching Übungen, im Nervensystem sage ich, Traumatherapie ist es, gibt es verschiedene Übungen, da kann man auf das autonome Nervensystem zugreifen und dem Nervensystem die Botschaft vermitteln, ich bin in Sicherheit. Also eine Übung, die können wir auch gerne jetzt direkt zusammen machen, ist eine ganz langweilige Übung. Vor 15 Jahren hätte ich wahrscheinlich drüber gelacht, weil ich das für Quatsch empfinde. Wenn man das aber regelmäßig macht, hat irgendwann der Körper wirklich die Botschaft empfangen, ich bin in Sicherheit. Also die eine Übung ist, man schaut sich ganz langsam im Raum um, von links nach rechts. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch ist. Kann sein, dass ihr da jemanden neben euch habt, den ihr nicht so wirklich mögt. Dann kommt man wieder in den Sympathikus rein. Und man macht es ganz langsam, weil hinten am Hals ist ein Nerv, das ist der Vagusnerv, der dafür sorgt, dem Körper die Botschaft zu vermitteln, ich bin in Sicherheit. Was ich jetzt mache ist, mein Nervensystem ist ja sowieso schon die ganze Zeit am Checken, auch oben und unten und hinten schauen. Mein Nervensystem checkt ja sowieso schon die ganze Zeit, bin ich in Gefahr oder nicht. Wenn ich mit meinen Augen das jetzt unterstütze, zu schauen, hier ist wirklich nichts, und dann noch die langsame Bewegung, kann es sein, dass ein Seufzer kommt, ein Gähnen kommt. Das ist oft ein Zeichen, die Botschaft ist angekommen, ich bin in Sicherheit. Und diese Übung machen wir zum Beispiel, so habe ich es in der Ausbildung gelernt, regelmäßig mit unseren Kunden. Ich selbst mache das auch regelmäßig zu Hause, weil es ist ja wie beim Sport. Wenn ich jetzt einmal Sport mache, heißt das nicht, ich bin fit, sondern regelmäßig wirklich das Nervensystem unterstützen, die Botschaft zu empfangen, ich bin in Sicherheit. Aber es gibt nicht nur die Übung, da gibt es noch viele andere. Ich habe jetzt hier ein paar kleine Beispiele. Einmal die Wärme, Sauna, ein Bad, eine Wärmeflasche. Das kann manchen Menschen das Gefühl geben von Sicherheit, dass der Körper sich irgendwie geborgen fühlt. Oder aus dem Fenster schauen. Wenn ich ein bisschen Stress habe, ich habe jetzt keine Zeit, mir eine Wärmeflasche vorzubereiten und im Sommer ist es eh zu heiß, dann schaue ich aus dem Fenster. Und wenn wir Vögel hören draußen, die ganz entspannt zwitschern, ist das fürs Nervensystem ein Zeichen, ich bin in Sicherheit. Weil Vögel, die entspannt zwitschern, da ist kein Raubtier. Wenn sie jetzt ganz hektisch wären oder wenn es ganz still wäre, ist es was anderes. Verbindung zum Haustier oder zu einem Lieblingsmenschen, wo du dich sicher fühlst, mit dem Haustier kuscheln, auch das kann dem Nervensystem die Botschaft vermitteln, es ist alles gut. Ja, ich habe jetzt die Zeit, hier zu kuscheln, und dann fährt es der Sympathikus runter und der Parasympathikus, also das Nervensystem, der Nerv für die Entspannung geht dann an. Oder ich schaue, dass ich mich mit dem Hier und Jetzt verbinde. Das heißt, ich spüre die Nummer 3, ich spüre die Schwerkraft, wo ich sitze gerade. Ich fühle mich getragen von einem Stuhl, wo ich gerade sitze.
spüre meine Wirbelsäule an der Lehne. Ich schaue, ob ich drei Dinge benennen kann. Es holt mich weg, ja, von meinen Gedanken und bringt mich ins Hier und Jetzt. Ich sehe einen roten Stuhl, eine hübsche Frau. Ich sehe hier einen Bildschirm. Dann schaue ich, was ich noch hören kann. Vielleicht, was ich gerade schmecken kann. Ich habe jetzt mehr als drei Sachen aufgeführt. Und vielleicht, was ich fühlen kann. Das bringt mich ins Hier und Jetzt. Wenn ein Mensch sehr dysreguliert ist, also wirklich ganz viel im Sympathikus ist, in der Gefahrenzone, ist das langweilig. Und ich bin so ein Mensch. Ja, das ist langweilig. Das geht gar nicht. Es muss immer schnell sein. Es muss immer hektisch sein. Umso leichter eine Übung ist, umso simpler eine Übung ist, desto mehr greift auch der Parasympathikus. Also nicht so kompliziert. Umso komplizierter man es haben möchte, dazu gehöre auch ich, ja, wenn es kompliziert ist, dann ist es auch bestimmt gut, umso mehr bin ich in der Gefahrenzone. Ich muss jetzt leisten, ich muss jetzt zeigen, dass ich was drauf habe. Wenn ich diese Übungen mache, hat zwar mein System jetzt die Botschaft erhalten, ich bin in Sicherheit, ich kann also raus aus dem Parasympathikus, es ist eh nur kurzfristig, aber trotz allem kann das sein, dass ich immer noch diesen inneren Stress empfinde, was tun zu müssen, weil die inneren Anteile aktiv sind. Die Ego-State-Therapie, vielleicht kennt das jemand und wer sich damit beschäftigen möchte, kann gerne recherchieren, hilft mir sehr in meiner Arbeit mit meinen Klienten, weil da schauen wir uns die inneren Anteile an. Wir haben ein inneres Familiensystem. Also wenn ich oft kritisiert wurde oder egal was von meiner Familie, das, was ich immer wieder gesagt bekomme, vorgelebt bekomme, werde irgendwann ich sein. Also wenn die Mutter zum Beispiel ständig kritisiert, du bist blöd, du kriegst nichts hin, bekomme ich irgendwann einen Kritiker, der mir genau das sagt. Und dieses Bewusstsein zu erschaffen, was da alles so in mir ist, kann uns helfen, aus diesem inneren Stress rauszukommen. So, jetzt habe ich meinen Körper ein bisschen beruhigt, ich fühle mich ein Stück weit besser, aber jetzt habe ich diese inneren Anteile. Was mache ich denn mit denen? Soll ich die jetzt einfach da stehen lassen? Wie gehen wir denn hier weiter vor? Wir können uns mit ihnen verbinden. Das ist ein ganzes Universum, was wir in uns tragen. Wir können schauen, diese inneren Anteile und fragen, was in mir ist nicht in Geborgenheit? Gehen wir mal mit der Traurigkeit. Ja, das hatte ich selbst sehr, sehr oft und es kommt immer noch manchmal hoch. Was mache ich denn jetzt mit meiner Traurigkeit? Ja, vielleicht durfte ich als Kind nicht wirklich traurig sein, weil ich soll glücklich sein. Es ist doch gut, wir leben in Deutschland, wir haben genug zu essen. Und diese Traurigkeit sollte ich immer wieder wegdrücken. Jetzt, als Erwachsene, kann ich mich dieser Traurigkeit widmen. Und ich kann sie heilsam verarbeiten. Heilsam meine ich, ich kann weinen, aber bei mir bleiben, in meinem Körper. Also nicht in dieses hektische Weinen und in diese Opfermentalität, mir geht es ja so schlecht, sondern heilsam verarbeiten bedeutet, die Wut, den Hass, den Neid in mir wahrzunehmen, also diese ganzen Emotionen, man sagt ja in den unteren Ebenen, ich finde, es gibt da nicht wirklich untere Ebenen, alle Emotionen sind gleich aus meiner Sicht, wenn wir sie heilsam verarbeiten, weil sie sind ja da. Das heißt, ich erkenne sie an, ich verarbeite sie und dann bleibe ich in einer Ebene, die nicht tief abrutscht. Wenn ich gegen Emotionen kämpfe, weil ich nicht hassen darf, das macht man nicht, ich darf nicht neidisch sein, dann stecke ich da drin fest, bin toxisch positiv und denke, es ist alles gut. Aber der Neid ist dann immer noch da, der geht ja nicht weg. Der ist dann irgendwo eingekapselt in meinem Körper. Also heilsam verarbeiten bedeutet, mit diesem Anteil in mir in Verbindung zu gehen. Was da ist, jetzt zum Beispiel die Traurigkeit. Um zu schauen, was möchte sie mir denn sagen? Da könnte ich noch mal einen ganzen Vortrag dafür halten. Vielleicht machen wir das auch nächstes Jahr, wie wir mit Emotionen umgehen. Heilsam, wie wir sie wirklich verarbeiten können, in uns finden können, weil Emotionen, die wir seit Jahren unterdrücken, verstecken sich ganz, ganz schlau. Warum? Weil wir in der Regel, das hört sich jetzt gemein an, sehr narzisstisch mit unseren inneren Anteilen umgehen. Oft werden die einfach weggedrückt, weil wir funktionieren müssen. Wir machen das ja nicht boshaft. Aber das wird weggedrückt und einfach nur weiter funktionieren. Und diese inneren Anteile, ich sage oft, das sind wie Wesen, dieses Leben, die sind dann ganz traurig. Ich habe sie jahrelang weggedrückt, jahrelang nicht hingeschaut und jetzt will ich auf einmal in Verbindung gehen. Warum sollte sich dieser Anteil zeigen, wenn ich jahrelang diesen Anteil weggedrückt habe? Also es braucht ein bisschen Feingefühl, es braucht Zeit, Wiederholung und Wohlwollen, also wirklich Wertschätzung mit mir selber vor all das, was da ist. Und da kann ich den Anteil fragen, wenn ich in Verbindung gegangen bin, was brauchst du? Was ist deine Ursehnsucht? Und jetzt müssen wir aufpassen, wenn ich mich mit diesen Anteilen verbinde,
der Anteil weiß, ob ich den nur wegmachen will oder ob ich ihn sehen möchte, wirklich ihn sehen, wahrnehmen und wertschätzen möchte. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwas wegzumachen, deswegen sage ich narzisstisch, würde mir sehr wehtun, wenn ein Mensch mich einfach weghaben will, sondern ich sehe diesen Anteil und höre den Schmerz, was dieser Anteil mir sagen möchte. Alles hat Berechtigung, was in uns auftaucht, alles hat seinen Grund. Deswegen wohlwollend in Verbindung gehen und wertschätzend sein. Und wenn ich mich mit der Traurigkeit verbinde, kann es sein, dass sie von mir Geborgenheit haben will, weil ich nie da war, weil ich sie immer weggedrückt habe. Wärme, Halt, Trost. Sind wir schon so weit? Ist schon so schnell fertig? Okay. Zum Abschluss ein Zitat: Die Heilung beginnt, wenn du dir selbst erlaubst zu sein, wer du wirklich bist, von Carl Rogers. Warum ich dieses Zitat ausgewählt habe, ist, weil ich selber seit Jahren auf Forsche bin hier im Innen bei mir und immer wieder neue Dinge finde. Die Außenwelt ist ja sehr spannend, in der wir leben. Es gibt immer irgendwas Interessantes da draußen. Aber unser Universum, das wir in uns tragen, das kennen wir meistens nicht. Das ist unerforscht. Und da ist, wenn ich bete, bitte ich immer darum, ich will mich selber kennenlernen. Ich weiß, dass ich immer noch eine Maske trage, also es gibt ja mehrere Masken, aber eine Maske, da weiß ich, die ist so fest, die ist mir bewusst, dass sie da ist, aber ich kriege sie immer noch nicht weg, aber ich weiß, irgendwann ist sie weg. Die Masken und all das, was wir in uns tragen, hat uns ja jahrelang beschützt vor dem Schmerz, den wir vielleicht irgendwann mal erfahren haben. Und umso mehr ich in mir forsche, ob das jetzt mit dem Timeweaver ist oder im Gespräch, dieses ganze Wissen sammle, desto mehr komme ich mir näher und kann all den verletzten Anteilen, die kann ich versorgen. Den kann ich meine Liebe geben. Das, was sie vielleicht damals nicht bekommen haben. Genau, und dann sind wir eigentlich schon soweit. Wer mich suchen möchte oder mehr von mir erfahren möchte, auf YouTube, TikTok, Instagram, kann man mich finden. Ansonsten, meine E-Mail-Adresse ist hier eingeblendet. Und ja, ich hoffe, der Vortrag war spannend. Ich fand ihn sehr spannend. Und wünsche euch noch viel Spaß. Danke.